Also, Angie kontrollierter Sektor mit Fleischi. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall reparieren. Also wir sollten auf jeden Fall zum Store, um reparieren zu können. Wir müssen sowieso hier unten lang. Also wir könnten auch sagen, Distress Beacon. Nee, warte mal. Store. Hier runter. Distress Beacon. Wir müssen auf jeden Fall erstmal zu dem Store zum Reparieren. Also, weil wir sind echt angeschlagen, was unsere Hülle angeht, ne? Oh, der Scrap Recovery Arm, der juckt mich ja in den Fingern, ne? Aber so viel Kohle haben wir nicht. So, repariert. Alter, wir können hier Sultans... Oh, die Sultans sind alle gut, ne? Aber teuer. Behalten wir die Artemis. Eine Rakete zu behalten ist nicht verkehrt, ne? Burst Laser verkaufen? Nicht wirklich. Nochmal ganz kurz in den Store reingucken. Also Drone Control, Crew Teleporter, Backup Battery ist auch immer ganz nice. Hacking Stun, Scrap Recovery. Der Scrap Recovery Arm, der juckt mich so ein bisschen in den Fingern, aber ja, müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? Ein Pulsar. Okay. Nee, ist nicht wahr. Das ist auch ein Store. Okay. Ja, dann einmal so rum, bitte. Dann gucken wir uns jetzt den nächsten Store an. Crew Teleporter, Mind Control, sehr nice. Hacking System auch stark. Also das Hacking System juckt mich auch so ein bisschen. Shield Charge Booster, Distraction Boys, Defense Scrambler. Brands Enemy Defense Drones from Targeting Anything. Ist auch gut. Distraction Boys. Ja, Seite 2. Kirkner, Tach und Aki. Okay, Distress Signal, komm mal her. Ein Asteroidenfeld. Wollen wir nachgucken? Danke. Wir haben ein Glück, es ist kaum zum Aushalten. Jo. So, Waffensysteme sind schon mal ausgeschaltet. Zwei Burst Laser, so stark. Jetzt kriege ich halt nur nicht den Scrap Recovery Arm. Das ist der Mist. Aber ich kann das Schiff reparieren. Und auch das ist ja mal ganz gut, ne? Wir holen uns noch einen Punkt Energie. Und ab hier rüber. Er hat einen Crew-Teleporter. Ach, guck mal da. Er kämpft gegen Fleischi. Da hat sich direkt zum Fleischer in den Raum geportet. Nice. Boah, lol. Hat er das überlebt? Ist klar, ne?
Lol. Was für ein räudiger Hund, ey. Ah, okay. Jetzt treffen wir dieses NG-Schiff. Wir erklären, dass wir freundlich sind. Und die sagen einfach nur Ciao. Okay. Oh, eine Hacking-Drohne. Oh, danke, Spiel, ne? Akadol hat schon Gold-Level. Boah, Leute, ey. Okay, wie lang kommen wir ohne das Ding aus? Noch einen Moment, oder? Wir haben 40% Evade. Und wir schießen auf seine Schildsysteme. Aber der wird die ja unfassbar schnell wieder reparieren, ne? Wir müssen eigentlich auf die Waffensysteme schießen. Weil die echt übertrieben stark sind, wie ich finde. Okay, wir haben auch was getroffen. Wir schießen hier drauf. Du musst jetzt, aber... Ja, Akadol muss jetzt auf jeden Fall die Sauerstoffversorgung reparieren. Der hat einen richtig... Ne, warte mal, lass das mal noch an. Oh, Digga! Oh, Leute, ey. Ey, die Drecks-Engie-Crew von dem, die einfach alles im Sekunden, in Sekundenbruchteilen repariert, ne? Wie viel Damage können wir noch kriegen? Sind wir mit den 21 und den 4 Sprit zufrieden? Rausspringen ist auf jeden Fall unsicher, aber ich würde sagen, wir akzeptieren das, ist okay.
Also wir müssen jetzt auf jeden Fall ein 100er sparen für die nächste Schildstufe. Das müssen wir jetzt schon machen. Hi. Der hat unseren Antrieb lahmgelegt. Krass. Ja, wir schießen erstmal die Schilde ein bisschen runter. Nice. So, Fleischi, heil dich mal. Cool. Und aufgegeben. Ah nee, warte mal. Stopp. Wir haben ihm seine Crew weggeballert, ne? Der hatte da ja nur noch ein. Stimmt, wir haben ihm die Crew weggeblastert. Auch nice. Oh, Leute. Ey, der Running Gag, ne? Der Running Gag ist echt wirklich dieses ständige Harassen meines Sauerstoffsystems. Okay, nice. Ist egal, wo wir hintreffen, ist down. Wobei es könnte sein, dass er ausweicht. Ja, ist egal. Wir machen ihn jetzt platt. Jo, wir können da jetzt, wenn wir den 40 Scrap, 2 Raketen und 2 Fuel geben, dann kriegen wir ein Schiffsaugment von denen, ne? Dann bekommen wir irgendwas Besonderes von denen. Was kriegen wir nochmal dafür? Wobei man auch hier sagen könnte, es kann auch die Crew mal entscheiden, ne? Was sagt denn die Crew? Als ob sie Großzügigkeit lohnen würde, stimmt natürlich. Es kann auch sein, dass sie uns das Schiff reparieren dafür oder so. Naja, komm. Ah. Stimmt, wir kriegen die NG Medbots. Bei aktivierter Medbay heilen die konstant unsere Crewmitglieder. Das ist echt ganz nice. Ah,
Oh, Jesus Christ. Oh Leute, ey, das war ein Geschenk auf jeden Fall. Das war ein Geschenk, das war eine Breach Missile schon wieder. Komm. Den kannst du nicht erwischen. Geht nicht, war nicht zu schaffen. Ja, Marc, ja, nur. Tja. Ja, wir kämpfen natürlich hier. Oh Gott, Digga, schon wieder. Alter, was ist hier kaputt in dem Spiel? Und ich treffe mal wieder nichts, ne? Alter, das Ding ist einfach zu krass. Wir müssen abhauen. NG Heimatwelt. Ey Junge, das ist so biestig. Ey, das war so biestig mit diesen zwei Raketen. Wow. Hey, wir haben das NG-Schiff freigeschaltet. Ey, das war echt räudig. Also, da bin ich jetzt echt ein bisschen pisst, ne? So, mal zum Store und dann hier runter? Oder wie machen wir das? Da unten, ne? Da müssen wir durch. Also gucken wir direkt nach, ob da was Fieses ist. Mind Control wäre natürlich nice jetzt, ne? Ich kann jetzt übrigens den Stasis-Pod verkaufen, weil wir finden die Soltan-Welten nicht mehr, ne? Oder? Wir sind ja schon hier im dritten jetzt, ne? Hi Lia, entgrüße ich. Also Mind Control heißt, ich verkaufe jetzt den Stasis-Pod, weil wir kriegen den nicht mehr. Mind Control heißt, du übernimmst die Kontrolle über ein gegnerisches Crewmitglied und kannst das halt auch entsprechend noch stärker machen. Ne? Also wenn du Mind Control levelst, dann wird deine Gedankenkontrolle immer stärker. Hey Artiox, grüß dich.
Ein Asteroidenfeld. Schaffen wir das? Also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen reparieren. Wir können ja mal gucken, ob wir das Asteroidenfeld überleben. Dann können wir immer noch schauen. Natürlich hat er eine Flakkanone und einen Burst Laser Mark III. Und eine Tarnvorrichtung. Okay. Er hat keine Schilde. Wenn er jetzt getroffen wird von der von den Asteroiden, könnte das was werden, aber ich glaube, wir haben Pech. Ja. Wir haben leider Pech. Schade. Es wäre so cool gewesen. Es wäre richtig cool gewesen, aber er repariert jetzt halt auch alles wieder. Ach, der kann auch beim Tarnen feuern. Okay, nicht schlecht. Schieß direkt hier einmal rein. Okay. Alter, das ist einfach OP. Die Combo ist einfach so OP. Ich jump auch wieder. Ich jump direkt wieder zurück. Das ist so OP. Krass, Alter, da kannst du nichts gegen machen. So krank, so krank. Wahnsinn. Achso, ich hatte übrigens gesagt, wir müssen jetzt die Crewmitglieder mal umbenennen, ne? Also, Graf, Drama und Kirkner nennen wir auch noch um. Moment, wer hat noch gesubbt? Fighter hatte gesubbt. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was da ist. Ich kann es mir eh nicht mehr leisten. Oh mein Gott, ich habe vergessen, die Crew zu heilen. Ich bin so, ich muss das unbedingt noch. Okay. Okay. Wir brauchen jetzt mehr Schiffsenergie und Antrieb. Wir brauchen noch ein bisschen Antrieb. Wir haben nur 40%. Wir haben momentan halt nur diese 40% Evade. Das geht, da geht halt noch mehr. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Evade. Ansonsten überstehen wir das nicht. Den vierten Burst verkaufen, ich behalte den mal noch. Also vier Burst ist schon, es ist sehr stark tatsächlich. Aber ich meine, was ist, wenn wir den verkaufen? Wir kriegen 25 dafür. Das ist es auch momentan ehrlich gesagt noch nicht so wert, ne? Was für ein Schiff haben wir denn?
Was ist das für ein Raketensystem? Ist halt immer so die Frage, ne? Wenn wir das halt runterladen, okay, pass auf. Also folgendes Ding. Wir riskieren das nicht, sondern wir machen das einfach so. Wenn wir das runterladen, dann kriegen wir Informationen über den Sektor. Wir haben die Weitstreckensensoren, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen jetzt einfach nur hier das Zeug mit und das reicht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Punkt Energie. So, Schilde sind jetzt entsprechend gestärkt. Und jetzt greifen wir noch die Dinger hier ab und dann geht's ab in den nächsten Sektor. Cloaking wäre super nice. Klar, helfen wir dem Zivilschiff, Digga. Boah, was hat der für fette Schilde? Aber. Er schießt nur dreimal. Unsere Schilde werden das aushalten. Gut. Weiter auf die Schilde schießen. Der Engie ist down. Die Mantis kriegen das Ding nicht repariert. Das Problem ist, wenn jetzt seine Sauerstoffversorgung, also ich überlege halt, ob wir das schaffen, die Crew zu plätten, ohne dass wir hier noch irgendwie großartig was machen müssen. Pass auf, mal den mal aus, machen wir mal die Artemis an und mal den mal aus, machen wir mal den Burst Laser an. Der hat ja kein System an Bord, womit er irgendwie das Feuer aufhalten könnte, ne? Das Doofe ist halt nur, das Feuer muss halt auch bleiben. Was macht mehr Damage? Der Laser oder die Rakete? Ich glaube, die Rakete, ne? Schieß mal die Rakete rein. Schieß den Laser an. Ja, Okay, cool. Cool. Sauerstoffsystem platt schießen? Oder lassen? Wenn ich zwei Treffer in. Ja, wir kommen, wir schießen einmal auf das Sauerstoffsystem. Ja. Nur das Dumme ist, er wird es reparieren und ich habe nichts davon, weil wenn ich jetzt zweimal treffe, dann ist das Schiff down. Oh ja, Haltung annehmen, genau, Lemmy. Die Mantis gehen down. Das Ding ist halt nur, die werden sich doch alle irgendwo in einem Raum verziehen. Und dann war's das. Also er kriegt ein Strukturdamage durch den Antrieb. Wenn der down geht, dann breitet sich das Feuer aus. Dann breitet sich das Feuer aus Richtung Waffensysteme und dann wird das gedamaged und dann ist das Schiff down. Wir können es also auch riskieren, jetzt noch einmal da mit dem Laser drauf zu schießen. Ja. Hätten wir nur einmal getroffen, hätte es gereicht, aber so ging es jetzt halt nicht anders. War okay. Cool, alles klar. Ja, hat sich trotzdem gelohnt. Okay, ein Store finden wir hier nicht. Aber. Wir finden auf jeden Fall noch ein bisschen Energie. Das Feuer erledigt das. Das Feuer macht das Schiff platt, genau, ja. Aber dann kann ich es auch abschießen. Ja.
Und das war halt hier so das Problem, ne? Ja, klar. So, wir müssen jetzt zum nächsten Beacon. Die machen jetzt so ein Distress-Beacon im nächsten Sektor und da müssen wir denen dann helfen, ne? Oh cool, wir finden eine Ionenbombe, nice. Wir nehmen mal die Ionenbombe noch mit. Jetzt nicht, dass wir die dringend brauchen würden. Ich würde auch fast sagen, ja, wir brauchen noch einen Punkt Energie eigentlich. Guck mal hier. Das macht nichts. Okay. Danke übrigens, Grim Reaper, für den Follow. Das ist eine Flak, das ist ein heftiger, fetter Laser. Wir haben 45% Dodge. Wir müssten eigentlich auf die Ionenbombe warten. So, und die Ionenbombe setzen wir jetzt einmal da rein. Trifft die? Gut. Reparieren wir hier mit. Schade. Die brauchst nicht mehr laden, aber du kannst einfach eine Ionenbombe versuchen zu platzieren. Okay. Die Chargen, die Schilde laden sich gerade wieder auf, wir akzeptieren das. Hi Tiers, grüß dich, schön, dass du noch da bist. Ja, ich hatte irgendwie noch Bock auf eine Runde FTL oder Master of Orion und dann habe ich gedacht, komm, ein bisschen geht noch. Morgen ist kein Crusader Kings, sondern Warhammer 3. Ja, Strategiezone, grüß dich. Strategozone. Ha, sorry, grüß dich.
Ja, mega cooles Spiel. Okay, Store, safe. Zuerst mit 100 können wir in den Store. Was haltet ihr von einem Hacking-System? Brauchen wir ein Hacking-System? Das MP hat, glaube ich, einen Namen. Habe ich mir auch aufgeschrieben und werde ich morgen einstellen. Ich weiß jetzt nicht, das liegt als Name irgendwo auf dem Desktop, habe ich mir das abgespeichert, aber kann ich jetzt nicht hingehen, weil ich hier gerade Fullscreen spiele. Ja, Clone Bay, da brauchen wir einen Teleporter, aber ich finde Clone Bay sowieso nicht ganz so geil. Hey, Mitrakuli. Ja, freut mich, dass du dabei bist. Ist ein cooles Game auf jeden Fall. Stimmt, du hast recht. Wir können auch, ja, nee, du hast recht. Warte mal kurz. Oh, 125, ey, Waffensystem upgraden ist echt teuer. Aber du hast recht, das wäre eigentlich die Prio. Das wäre eigentlich die Prio. Aber wir können was verkaufen. Ich würde vorschlagen, wir verkaufen die Ionenbombe und upgraden das Waffensystem nochmal. Oder wir verkaufen die Artemis. Und einen Burst Laser und upgraden das nochmal. Wobei ich die Burst Laser gerne behalten würde. Ich würde gerne so ins Endgame gehen. Wir sind ja schon Late Game, aber ich würde gerne so die letzten beiden Sektoren mit vier Lasern machen. Das wäre so Laser im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Ionenbombe sollte man behalten, du hast recht, ne? Ja, wir verkaufen die Artemis, würde ich sagen. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Ja, die Ionenbombe passt besser. So, jetzt brauchen wir noch 3 Euros für. Jetzt brauchen wir noch 3 Euro für unser Schiffssystem. Um die Waffen zu upgraden. Aber so also kommen wir doch klar. Guck mal, dann machen wir jetzt erstmal das und dann den Questbeacon. Wir können natürlich auch hier Questbeacon machen. Aber so ist auch okay. Komm, wir machen mal hier. Ja, wir greifen das an. Das hat zwar einen Cloak, aber da kommen wir mit klar. Uns hat einen Cloak Stufe 3, wenn ich das richtig sehe. Ha! 45% Evade. Buja. Ey, warte mal. Oder sollen wir alles in den Cloak schießen? Ne, wir schießen hier rein und hier rein. Okay. Wer hätte es gedacht? Warum schieße ich überhaupt auf den Cloak? Nice. So, einmal zurücklehnen und ganz entspannt zugucken, wie sich dieses Drohnenschiff in Rauch auflöst. Krieg der Götter, genau, Lemmy, so heißt es. Oh, Alter, 50 Scrap. Nice. Okay. Ja. Aber ich habe nichts bekommen dadurch, okay.
Ich brauche auch noch einen Punkt Energie. Zuerst zum Quest? Oder zuerst noch hierhin? Zuerst zum Quest, ne? Das ist dieses Schneckenschiff, das. Hi, grüß dich, Morpheus. Das legt einem dann immer irgend so ein System lahm, ne? Ja, vielleicht sind die ja nett, wir gucken mal. Jo. Okay, ich glaube, wir schaffen das. Wir schießen mir erstmal die Schilde runter. Volle Packung. Okay. Okay. Schilde. Antrieb hier, Antrieb hier. Autofeuer. Fünfundvierzig Scrap, I like. Wobei ich mir gedacht hätte, wir kriegen ein bisschen mehr, aber okay. Wir fliegen hierhin zum Distress und dann zum Store? Bei dem waren wir noch nicht. Oder, ja, ne? Können wir auch noch machen. Komm, wir machen das. Ja, we will never surrender. Never surrender. Ja, lad mal deine Waffensysteme auf. Der Ionenblaster trifft natürlich. Grrr. Ja, war so klar. Okay, dann, ich würde sagen, auf jeden Fall einmal volle Packung in seine Tarnvorrichtung. Aber die repariert er zuerst. Volle Packung in seine Schilde. Okay, Schilde komplett down. Geh ruhig mal mit einem hier rauf und einem hier rauf. Ja, das war blöd. Mein Fehler, mein Fehler. Ich glaube aber, oh, how much I hate you. Ich bin so froh, dass wir diesen immens hohen Evade haben. Schieß ihm die Crew hier direkt auch weg. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass er da zufällig noch abgehauen ist, ne? Natürlich legt er mein Sauerstoffsystem lahm. Ja, wir brauchen den Evade und jetzt schießen wir bitte einmal volle Möhre in die Waffen. Ja. Wollen wir Firedeam nehmen? Er bietet uns ein Crewmitglied an. Schadet sich ja nix, ne? Genau, Balalaika-Macke. Genau wie du sagst, ne? Ich habe den Engie anvisiert. Und genau das war auch meine Überlegung, zu sagen, wir schießen auf den Engie, damit der down geht und dann nicht mehr reparieren kann. Aber der hat den ja in dem Moment abgezogen. War ja eigentlich clever, ne? Ja, komm, wir kriegen noch mehr. Komm, wir kriegen noch mehr. Wir holen da noch mehr raus. Komm, der ist down. Der ist down.
Immerhin bin ich ganz froh, dass der Mantis gerade... Volle Möhre auf die Schilde. Ja, wir brauchen, das klingt jetzt auch wieder unfassbar asozial, aber eigentlich brauchen wir halt auch den Scrap, ne? Ich muss eigentlich noch einen Punkt in die Energie ballern, aber wir wollen jetzt erstmal zum Distress und dann zum Store. Dann müssen wir zuerst mal bei dem Distress-Signal nachgucken. Okay, ein Mond in der Nähe und wir entdecken eine Lebensform. Okay, wir finden einen Überlebenden. Was sollen wir hier sagen? Er soll unsere Crew joinen oder wir bringen ihn zu seiner Familie? Was sagt unsere Crew? Was sagt die Crew des Raumschiffs? Genau, bitte nur die Zahl 1 oder 2 posten. Wir sind momentan zu 6 an Bord. Die meisten sagen, wir sollen ihn heimbringen bisher. Ich lese, die meisten sagen 2. Okay, wir bringen ihn nach Hause, Leute. Oho, 61 Scrap. Okay, wir können einkaufen. Wir können einkaufen. Oh, Tiers, danke, du bist ein Schatz. Was nehmen wir? Wir könnten sogar 2 Systeme nehmen. Alter, hier gibt's noch einen Burst Laser Mark II. Ach du Schande. Wir könnten 3 Burst Laser Mark II spielen. Das wären 9 Schüsse mit einem Laser. Ach du Schande. Ach du Schande. Bavaria Blues, danke für deinen Sub. Vielen Dank für deine Unterstützung. Jo, ist heftig, ne? Also wir könnten dann auf jeden Fall noch einen Burst Laser verkaufen, ne? Dann haben wir noch 100 übrig. 125 haben wir noch übrig. Sagen wir mal so. Ich würde die beide verkaufen. Krasser wird es nicht mehr. Krasser wird es nur noch, wenn wir noch einen vierten Burst Laser Mark II kriegen. Ich verkaufe die beide. Wir kaufen den Burst Laser Mark II. Den haben wir fast bezahlt. Der kostet uns nur 30, wenn wir die beiden anderen Laser verkaufen. Dann haben wir noch 150 übrig. 153. Oh shit. Sollen wir noch das Medbay des Pershal verkaufen? Und dafür noch ein Mind Control und eine Hacking Drohne nehmen? Eine Hacking Drohne wäre auch ziemlich stark, je nachdem. Ah. Mit einem Weapon Pre-Igniter wäre das total biestig, ne? Mind Control ist so oder so nicht schlecht. Denk an den Endboss. Der Endboss Mind Controlled nämlich auch.
Okay, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir den Burst Laser Mark 2 nehmen, ne? Genau, also ich finde Mind Control nicht verkehrt. Überleg dir, du hast einen, du gehst Mind Control Stufe 3 und Mind Controls immer den Piloten. Die Laser treffen dann halt auch einfach immer, ne? Oder zumindest hat er nur noch ein Drittel Evade oder so, wenn er Glück hat, ne? Was mit Reparatur? Bisschen. Wir verkaufen das NG-Medbot Dispersion. Ich meine, wir kriegen nur 30 für, aber. Es ist einfach nicht so stark, ich weiß nicht. Oder? Verkaufen? Entschuldigung, verkaufen wir das? Ich würde es fast verkaufen. Ich weiß nicht, oder? Ja, aha. Behalten, sag mal. Ja, ich meine, wir können natürlich auch sagen, mit den 153, wir gehen jetzt einfach noch hier einen Punkt hoch, ne? Auf 50% Evade, ne? Nein, hier ist alles easy. Verstehe ich gut. Den Zeilenumbruch mag ich auch nicht. Wie geht denn der besser eigentlich? Lass uns mal kurz überlegen. Der erste, das ist doch dieser Power Surge, ne? Wo er ballert, ne? Der zweite ist das Ding, oder ist der zweite ist das Ding mit den Drohnen. Und was ist nochmal der vierte? Der vierte? Ja, was nehmen wir? 90 für einen besseren An. Also ja, wobei es easy eigentlich. 140, guck mal, 2 Punkte hier rein. 55% die Welt ist auch mega nice, ne? So, das ist die Bewaffnung momentan, ne? Die Bewaffnung ist mega stark auf jeden Fall. Die Frage ist halt, was kaufen wir noch? Also wir können in dem Sektor und in dem nächsten noch was kaufen. Warten wir mal gerade, haben wir noch? Ja. Wir müssten jetzt eine Entscheidung treffen. Mind Control oder Hacking? Hi, Querz, grüß dich. Ja. Ich bin noch spät um 11 oder so nochmal kurz on gegangen. Also nochmal kurz, um eine Runde FTL zu spielen. Ich würde jetzt in die Station investieren. Am Schiff können wir auch außerhalb des Doors rumbasteln. Ja, sehe ich auch so. Hacking, Mind Control, das normale Drone Control. Also Boarding Drone brauchen wir nicht. Shield Drone braucht 3 Energie, ist zu teuer. System Repair brauchen wir nicht, wir haben ein NG. Wir haben 6 Crewmitglieder, wir brauchen keine System Repair Drone. Wir brauchen Hacking oder Mind Control. Und ich würde fast sagen, Hacking und Mind Control. Also.
Angie-Medbot-System verkaufen oder wir verkaufen die Long-Range-Scanner. Weil im letzten Sektor bringen die uns eh nicht mehr viel, ne? Aber ich würde sie noch. Aber wir können sie auch noch behalten, ne? Wir haben genügend Drohnenteile, ja. Hacking, ne? Auf jeden Fall. Arathorn, hi, grüß dich. Schön, dass du noch reinschaust. Das ist richtig nice von dir. Also wir nehmen das Hacking-System auf jeden Fall safe, ne? So, und jetzt lassen wir überlegen. Komm, wir jumpen mal gerade hier hin. Wir können ja auch noch mal zu dem Store zurück. Wir gucken jetzt erstmal, was in dem Nebel für uns geht, oder? Ja, wir gucken mal. Was geht jetzt hier im Nebel? So, fiese Rakete, ne? Der schießt nur einmal. Das heißt, wir brauchen nicht so fette Schilde. Wir nehmen das Hacking-Ding und gehen auf Evade. Und wir testen es einfach mal direkt und gehen mal auf sein Waffensystem. Oder gehen wir auf sein Schildsystem. Wir können auch auf das Schildsystem gehen. Auf das Schildsystem gehen und dann auf die Waffen ballern. Der Engie ist auf jeden Fall mal down. Ja, guck mal, er kriegt Torschlusspanik. Nice. Ey Leute, zurück zum Store. Wir holen uns jetzt noch den Mind Control. Ja, ein bisschen repariert haben wir auf jeden Fall. So, das Drohnensystem brauchen wir hier schon mal safe nicht, ne? Den Mind Control können wir mal ausmachen. Wir haben 45% Evade. Ich glaube, das ist ganz gut. Volle Möhre auf die Schilde mit allem, was wir haben. Er hat eine Repair Drone, das ist schlecht. Ja, müssen wir gucken. Er hat eine Defense Drone Mark II, die bringt ihm aber nicht viel. Nice. Nice. Aha. Ich wollte gerade sagen. Genau, den Scanner verkaufen wir im nächsten Sektor, ja. Den brauchen wir dann nicht mehr. So. So haben wir 48% Evade. Das ist schon gut, ne? Was ist hier? Nee, kein Bock. Hier runter, Exit. Nee, ich glaube, wir brauchen keine 8 Fuel mehr.
Er will abhauen, ne? Oh, das ist eine Ionenpulsdrohne. Shame. Mach Mind Control auf den Captain. Operiert das Ding. Wir haben kein Evade, so, das ist richtig scheiße. Du musst raus da, Alter. Okay, okay, okay. Okay, 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 wir schaffen das jetzt. Krass, ne? Er hat die Drohne auch genau richtig platziert, ne? War perfekt platziert. Perfekt platziert. Krass.